Also erstmal schön, dass ihr alle da seid. Vielen Dank für euer Kommen. Ich bin Miltiadis Ulios. Ich habe dieses Buch hier geschrieben, was ich seit anderthalb Jahren auch vorstelle auf Lesungen und auch womit ich auch Diskussionen anstoßen möchte zum Thema Abschiebung, was mir manchmal auch ganz gut gelingt, wie ich meine. Und wo ich aber auch immer wieder die Erfahrung mache, dass es eigentlich ganz gut zu dem Thema zu reden, weil es eher ein Thema ist, das alle vermeiden. Und jetzt ist es so, dass ich morgen, wie gesagt, in Dönstein eine Veranstaltung habe und da habe ich dem Herbert gesagt, Mensch, du hast doch damals dieses tolle Interview mit mir gemacht und ich fühlte mich so geschmeichelt, ob deines Interesses. Und dann lass es doch was in Wien machen, ja? Weil ich habe in Wien sozusagen noch nicht gelesen, in Salzburg war ich schon. Aber das wäre mal, also mir war das auch ein Anliegen, auch mal in Österreich vorbeizuschauen und freue mich erst einmal, dass es geklappt hat. Ne? Also deswegen erstmal danke Herbert, danke Asylkoordination und danke Grüne Wien, dass ihr das hier organisiert habt und ja, dass ihr da seid, um mir zuzuhören. Jetzt ist es so, ich habe dieses Buch ja geschrieben, auch mit dem Ziel, so etwas Umfassendes über Abschiebung zu schreiben und auch nicht nur sozusagen über also nicht nur Geschichten von Leuten zu erzählen, wie es in dem Text steht, um Betroffenheit auszulösen, sondern auch um eine Analyse zu liefern, die etwas über unsere Gesellschaft aussagt und auch generell über den größeren politischen Rahmen etwas aussagt, in den Abschiebung eingebettet ist. Und ich werde jetzt sozusagen keine klassische Lesung halten, sondern eher, zum Teil werden es auch Auszüge aus dem Buch sein, aber das Buch lesen will, der kann es selber lesen. Ich halte eigentlich eher so einen Vortrag, wo ich auch ein bisschen noch auf aktuelle Geschichten eingehe und so ein bisschen meine Philosophie darstellen möchte, die mich da antreibt, mich mit diesem Thema auf diese Art und Weise zu beschäftigen, wie ich es tue. Und ja, möchte das auch hier zur Diskussion stellen. Also mir ist schon auch daran gelegen, dass von euch dann auch was kommt an Feedback, sei es Applaus, Buhrufe, kritische Fragen oder auch konstruktive Fragen, wie auch immer. Ich hoffe, dass wir ein bisschen darüber diskutieren werden. Gut. Ich nenne meinen Vortrag immer so die Grenzen der Menschlichkeit und spreche eben über die Politik der Abschiebungen, aber auch die Möglichkeiten ihrer Überwindung, weil ich das Ganze natürlich auch parteiisch mache. Das heißt, ich bin jetzt kein Befürworter von Abschiebungen. Und deswegen möchte ich sozusagen dieses Thema Abschiebung auch diskutieren unter der Oberfrage, was ist es eigentlich, was passiert da eigentlich, was heißt eigentlich Menschlichkeit in diesem Kontext und kommen wir eigentlich auch mit dem humanitären Diskurs, den wir häufig zur Abschiebung pflegen, weiter? Wie sähe ein politischer Diskurs dazu aus, der sich kritisch verhält zur Abschiebepolitik? Und da ist es mir wichtig, einfach auch zu gucken, was passiert zurzeit. Und wir wissen ja, dass zurzeit das Mittelmeer das gefährlichste Gewässer auf dem Globus ist. Ja, also es ist unser Gewässer, es ist nicht irgendwie irgendwo anders eine andere gefährliche Weltregion, sondern dass unser Mittelmeer ist das gefährlichste Gewässer auf dem Globus. Denn nirgendwo sonst sterben so viele Menschen bei der Flucht über das Meer, wie eben zwischen Südeuropa, der Türkei und der nordafrikanischen Küste. Immer wieder kentern dort Boote, Menschen ertrinken und die Nachrichten darüber erreichen uns meist nur, wenn die Zahl der Toten so hoch ist, dass sie in der Aufmerksamkeitsökonomie der Berichterstattung bestehen können. Ja, die jüngste Tragödie, wie dann häufig gesagt wird, wobei ich gar nicht weiß, ob dieser Begriff so angebracht ist, auch wenn er gut gemeint ist, weil es ist ja sozusagen nichts, was irgendwie einfach so vom Himmel fällt. Aber die jüngste Tragödie ist Anfang dieses Monats passiert. Wieder vor Lampedusa, mehrere Flüchtlingsboote sind ertrunken, teilweise auch unbemerkt. Zwischen 300 und 400 Menschen sind dabei ertrunken, soweit ich informiert bin. Das erinnert mich an den Oktober 2013. Das sollte ja eigentlich ein Weckruf gewesen sein für die Europäische Union. Da ist ein Flüchtlingsschiff mit hauptsächlich Männern, Frauen und Kindern aus Eritrea vor den Augen der Küstenwache vor Lampedusa gesunken. Auch da sind über 300 Menschen ertrunken. So wie bei zahlreichen weiteren Flüchtlingsdramen, auch in diesem Jahr, auch in den ganzen vergangenen Jahren, die wir längst schon wieder vergessen haben. Oder kann mir noch irgendjemand eins konkret nennen, was vielleicht vor Lampedusa 2013 lag? Ja? Also ich kann mich erinnern, dass als der Krieg in Libyen 2011, der arabische Frühling, da gab es zum Beispiel vor Libyen auch einiges an Flüchtlingsunglücken, wo Schiffe untergegangen sind, das ist schon längst wieder aus den,
aus den Schlagzeilen und aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden. Also ich finde das sehr bezeichnet, dass wir das natürlich immer wahrnehmen, aber es verschwindet sozusagen, wir vergessen das. Und für mich ist klar, dass diese Toten eben kein Zufall sind, sondern die sind das Ergebnis einer Grenz- und Abschiebepolitik, deren Ziel vor allem auch darin besteht, die unerlaubte Einreise an den Außengrenzen der Europäischen Union zu vereiteln, zu verhindern und damit eben bei fehlenden legalen Möglichkeiten zur clandestinen Wanderung Menschen zwingt. Jetzt habe ich von den Toten gesprochen, ich möchte aber nicht nur von den Toten sprechen. Ich möchte viel lieber von den Lebenden sprechen. Und ich möchte eine Frage in den Raum stellen, und zwar die Frage, sind wir bei diesem Thema eigentlich mit den Toten oder mit den Lebenden? Ich finde, es ist einfach, sich angesichts der Toten mitfühlend zu zeigen. Ich erinnere mich, dass die ertrunkenen Menschen aus Eritrea, die im Herbst 2013 vor Lampedusa ertrunken sind, die wurden vom italienischen Ministerpräsidenten sogar posthum zu italienischen Staatsbürgern erklärt. Eine symbolische Geste, die den Lebenden, also denjenigen, denen eine solche Überfahrt tatsächlich gelungen ist, nicht zuteil wird. Davon können sie nur träumen. Ich bin also mit den Lebenden. Und zwar nicht, weil ich die Toten weniger respektiere, sondern weil es schwieriger ist, mit den Lebenden zu sein, auf Seiten der Lebenden zu sein. Und weil es auch aussichtsreicher ist, meiner Meinung nach politisch aussichtsreicher, wenn wir Antworten auf die Frage suchen, wo denn heute praktische Utopien entstehen, die auf ein besseres Zusammenleben in der Zukunft hinweisen. Was bedeutet das konkret? Konkret bedeutet das, im vergangenen Jahr sind laut Vereinten Nationen über 3.400 Menschen beim Versuch, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen, gestorben. Fast 3.500 Menschen, das ist ein Rekordwert. Allein im vergangenen Jahr. Gelungen ist dies aber im selben Zeitraum mindestens 214.000 Menschen. Das sind die offiziellen Zahlen und auf beiden Seiten stehen hier natürlich nochmal Dunkelziffern gegenüber, das ist klar. Aber ich glaube, es ist nicht zynisch, darauf hinzuweisen, dass sehr viel mehr Menschen illegalisiert über die Grenze gelangen, als bei dem Versuch dabei ums Leben kommen. Also den 3.500 Ertrunkenen stehen 214.000 gegenüber, die offiziell registriert wurden, die es geschafft haben. Es ist nicht zynisch, darauf hinzuweisen, im Gegenteil. Ich denke, die Menschen, die dies tun, die wissen nicht nur um das Risiko, sondern sicher auch um die Erfolgschancen. Und das ist ein rationaler Grund, weshalb sie sich dem Risiko einer solchen Überfahrt aussetzen und dabei Leid in Kauf nehmen. Weil sie wissen, dass es eine Wahrscheinlichkeit des Gelingens gibt. Und das Recht auf Migration, um das es dann am Ende geht, und das Abschiebungen den Menschen absprechen, das Recht auf Bewegungsfreiheit, das entsteht noch vor seiner politischen Institutionalisierung eben durch die Praxis derjenigen, die es sich nehmen. Und zwar auch, wenn es ihnen von offizieller Seite nicht zugestanden wird. Oder sollten wir lieber sagen, noch nicht zugestanden wird. Die Toten, von denen wir gesprochen haben, produzieren Mitleid. Oder, seien wir ehrlich, häufig genug auch Schulterzucken bei vielen unserer Zeitgenossen. Aber sie produzieren offenbar keine nachhaltig andere Politik. Ich werde ab und zu Bezug nehmen auf deutsche Politik. Entschuldige ich mich nochmal, ihr könnt das ja dann immer in österreichische Verhältnisse übersetzen. Ich glaube, so groß ist wahrscheinlich der Unterschied nicht. Auf jeden Fall meine ich, dass jede der europäischen Regierungen, allen voran die deutsche, Angela Merkel, Bundesinnenminister de Maizière, sicherlich wussten, dass ihre Weigerung, sich finanziell an der italienischen Seenotrettungsoperation Mare Nostrum finanziell zu beteiligen und damit sozusagen auch ihr Drängen, dass es eingestellt wird, das Ergebnis haben würde, dass wieder mehr Geflüchtete ertrinken würden. Sie wissen es. Das hält sie aber nicht davon ab, zum Beispiel auf das Ende einer Operation wie Mare Nostrum zu drängen. Wir erleben also eine Abschiebepolitik, die allerdings in liberalen Zeiten stattfindet. Und ich möchte erklären, was ich damit meine. Diese Situation an den Außengrenzen der EU, die ist ja als Teil eines Gesamtsettings zu sehen, in dem ein Teil der Abschiebepolitik im Zuge der Einführung der Freizügigkeit, also von einem liberalen Wert innerhalb der Europäischen Union, an die Peripherie verlagert wurde, während gleichzeitig aber Abschiebungen auch weiterhin innerhalb des nationalen Rahmens stattfinden.
aus Deutschland genauso wie aus Österreich. Im Jahr 2013 zum Beispiel wurden aus Deutschland etwa 15.000 Menschen ab- oder zurückgeschoben, also jedes Jahr eine Kleinstadt. Ein Drittel dieser Ab- oder Zurückschiebungen findet gar nicht in die Herkunftsstaaten statt, sondern in andere EU-Länder, in die Flüchtlinge dann überstellt werden, weil sie dort registriert wurden. Dazu kommen mehrere tausend Menschen, die zur sogenannten freiwilligen Ausreise gedrängt werden. Weiterhin werden dabei Menschen aus ihrem Lebensumfeld gerissen, mit Zwang fortgeschafft. Familien werden im Dunkeln, entweder aus Flüchtlingsheimen oder aus privaten Wohnungen, wo sie schon seit Jahren leben, morgens um 5 aus den Betten geholt, im Dunkeln zum Abschiebeflieger gefahren. Manchmal werden dabei auch weiterhin Familienmitglieder getrennt. Die Abschiebungen sind die Leichen im Keller der Integrationsrepublik. Hobbys, Endliner fahren, Roller, Seilchen springen, Hula-Hoop-Reifen und Computer. Wenn ich immer an der Schule denke oder wenn ich das im Internet sehe, in Fotos, denke ich einfach, ich bin wieder in Deutschland. Ich habe mich gewöhnt, im 7 Uhr morgens aufzustehen. Bin ich auch heute wieder aufgestanden. Ich so, Mama, steh auf die Schule. Die so, wir sind in Kosovo. Ich so, ach ja. Hab vergessen, weil ich träume das immer in der Schule zu sein und so. Ich vermisse auch meine Freunde, vermisse ich auch ganz doll, aber ja. Weil ich wollte meine Schulturnüster mitnehmen, die haben gesagt, das braucht zu viel Platz, Das war dann irgendwie traurig, ne? Ich heiße Nadira Moyoli, ich bin 9 Jahre alt und ich komme aus Deutschland. Woher denn in Deutschland? Aarhus. Was hast du denn gemacht in Aarhus? Da waren wir in die Schule, dann, da bin ich ja geboren. Da haben wir geblieben, da haben wir auch diesen Abschiebung bekommen. Nadir ist ein junges Mädchen, das in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, wie wir es gehört haben, und das abgeschoben wurde. Dahin, wo sie eigentlich hingehört. Aus Sichtweise der Behörden. Und Nadir ist kein Einzelfall, denn viele Menschen, die abgeschoben werden, sind jung. Entweder junge Erwachsene oder auch Kinder und Jugendliche im Rahmen von Familienabschiebungen. Und Abschiebungen sind in diesem Sinne auch absurd. Denn während in Deutschland die Bevölkerung altert, es ist eine der ältesten oder eine der Bevölkerung mit dem höchsten Altersdurchschnitt in ganz Europa, verwenden die Ausländerbehörden in diesem Land eine Menge Energie darauf, junge Leute mit Gewalt aus dem Land zu schaffen. Und Abschiebungen sind auch aus einem anderen Grunde absurd. Wir leben in einer modernen Welt, die von Mobilität geprägt ist. Und zwar auch, weil die Möglichkeiten zu reisen so umfangreich sind wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Und in dieser Situation werden Menschen zwangsweise an Mobilität gehindert oder es wird Mobilität zwangsweise rückgängig gemacht. Nicht nur das. In diesen Zeiten der Mobilität wurden in den vergangenen Jahren überall in Europa neue Abschiebegefängnisse und Flüchtlingslager gebaut, in die Menschen nur deswegen gesperrt werden, weil sie mobil sind. Weil sie an einem anderen Ort ein neues Leben wagen wollen oder müssen. Und in welchem historischen Kontext passiert das? Es gehört ja zu unserer aller historischen Lebenserfahrung, dass vor 25 Jahren der Eiserne Vorhang gefallen ist und die Berliner Mauer. Und kurz danach hat Deutschland damit begonnen, Abschiebegefängnisse zu bauen. Nach dem Siegeszug der Freiheit also vor einem Vierteljahrhundert hat sich zugleich europaweit ein System der Abschiebegefängnisse etabliert, in die Menschen nur deshalb eingesperrt werden, weil auch sie das Versprechen der Freiheit ernst nehmen. Und die Randstaaten der EU erhalten mittlerweile sehr viel Geld,
um die unerlaubte Einwanderung zu bekämpfen, Flüchtlinge wie Migranten abzuschrecken. Und mit diesem Geld werden auch Gefängnisse finanziert, bei denen die Verletzung der Menschenrechte einkalkuliert ist. Abschiebungen finden nichtsdestotrotz im Namen der Menschlichkeit statt. Kritiker und Betroffene werfen ja den Behörden häufig vor, dass Abschiebungen unmenschlich seien, dass das staatliche Handeln, das Handeln der Behörden unmenschlich seien bei Abschiebungen. Und tatsächlich lohnt es sich, meine ich, über die Grenzen der Menschlichkeit zu diskutieren. Aber nicht in dem Sinne, ja, wo ist die Grenze unserer Menschlichkeit, sondern ich meine damit die Grenzen des Konzepts und des Begriffs der Menschlichkeit an sich. Dieses Konzept sollten wir einer kritischen Überprüfung unterziehen. Denn der Aspekt der Menschlichkeit, der wird ja von keiner staatlichen Stelle, die mit Abschiebung zu tun, ausgeklammert. Im Gegenteil, er findet sich in den entsprechenden Gesetzesparagraphen sogar wieder. Da steht dann, die Abschiebung ist verboten, wenn die konkrete Gefahr besteht, dass jemand gefoltert wird, dass er zu Tode kommt, dass sein Leib und Leben erheblich bedroht sind. Ja, also, so. Wenn die Bedrohung erheblich ist, dann greift die Menschlichkeit. Davor nicht. Und dieser humanitäre Aspekt, der ist nicht aus Zufall in den Abschiebediskurs integriert. Ja, also wir sind schon menschlich, wenn es erheblich wird mit der Bedrohung. Dass dieser humanitäre Aspekt in den Abschiebediskurs integriert ist, das dient dazu, ihm eine Legitimität zu verleihen, auch eine demokratische Legitimität, die wichtig ist, damit diese Institution der Abschiebung an und für sich aufrechterhalten werden kann. Und dabei, oder das führt dazu wiederum, dass demokratische Staaten im Grunde am Ende bereit sind, bis an die Grenzen ihres Selbstverständnisses zu gehen. Das wird nicht nur bei den Situationen deutlich, die ich gerade beschrieben habe. Das wird auch deutlich zum Beispiel, dass in Diktaturen abgeschoben wird. Und nicht nur das, dass auch mit Diktaturen zusammengearbeitet wird, um die Bedingungen für Abschiebungen in diese Diktaturen zu erleichtern. Ich finde, das zynischste Beispiel liefern die jahrelangen Verhandlungen, die die Bundesregierung mit dem Assad-Regime geführt hat, mit dem Ziel, einfacher Syrer nach Syrien abschieben zu können. Und das hat erst aufgehört, als der Bürgerkrieg schon ein Jahr tobte und die Zahl der Toten so groß war, dass man dann, wie in allen anderen europäischen Ländern auch, einen Abschiebestopp für Syrien eingeführt hat. Wie also haben wir diese Grenzen der Menschlichkeit zu verstehen, die bei Abschiebungen zutage treten? Wir haben ja eben gehört, wie es sich für ein Mädchen wie Nadira anfühlt, abgeschoben zu werden. Im Grunde genommen fühlt es sich für diese Menschen an wie eine Amputation ihres bisherigen Lebens. Sie wurde in Deutschland geboren, sie ist mit 9 Jahren mit ihrer Familie in den Kosovo abgeschoben worden. Aber was haben sie eigentlich getan? Die Familie Mujolli hat wie viele tausend andere Familien und Einzelpersonen, die in Deutschland geblieben sind, obwohl sie jahrelang zur Ausreise aufgefordert worden sind, durch eben dieses Bleiben mehr verlangt als nur Menschlichkeit. Sie sind eben trotz Aufforderung nicht von alleine ausgereist, weil sie eben Deutschland zu ihrer neuen Heimat gemacht hatten. Und der Staat wiederum will ihnen nur Menschlichkeit zukommen lassen, indem er sagt, im Krieg nehmen wir euch auf. Er will ihnen jedoch nicht die politische Entscheidung zugestehen, das Bürgerrecht quasi selbst zu entscheiden, wo sie zu Hause sind. Genau darum ging es aber einer Familie wie den Mujollis und wie sehr vielen anderen, die von Abschiebungen oder Abschiebedrohungen betroffen sind. Es geht sozusagen nicht nur um Menschlichkeit, sondern es geht um etwas, was eigentlich eine politische Frage ist. Wer darf darüber entscheiden, wo er zu Hause ist? Und zwar er selbst. Ich rekurriere dabei immer gerne auf den italienischen Philosophen Giorgio Agamben. Kennt ihn jemand? Gut. Dann zitiere ich halt kurz so, also wirklich ganz kurz, worum es da geht. Also was für mich der interessante Gedanke ist. Und er sagt halt, er beschreibt, dass in der Moderne eine Trennung von Menschen- und Bürgerrechten stattgefunden hat und dass sich das in der Behandlung der Flüchtlinge materialisiert. Das heißt, er sagt, während in der Antike der Gebannte straffrei getötet werden durfte, ist es in der Moderne so, dass jeder Mensch nur dafür, dass er Mensch ist, schon Rechte hat. Zum Beispiel das Recht auf Leben. Und dass es so ist, dass man sozusagen eigentlich die Bürgerrechte nicht denken kann ohne die Menschenrechte. Die bauen sozusagen darauf auf.
Aber gleichzeitig wurde der Bürgerrechtsbegriff von dem Begriff der Menschenrechte getrennt. Und wir haben damit eine Trennung des Politischen vom Humanitären. Und die Institution der Menschenrechte wird damit zu etwas sehr Widersprüchlichem. Nämlich nicht nur zu einem Versprechen von etwas Gutem, sondern eigentlich auch zu einem Container, in dem Menschen in einem Zustand minderen Rechts, in einem Zustand relativer Rechtlosigkeit gehalten werden können. Ohne dass wir damit als Demokratie ein Problem haben. Und an diesem Punkt kommt nun die relative Autonomie der Migration ins Spiel. Die stellt nämlich diese Trennung in Bürger und bloße Menschen beständig in Frage. Was meine ich damit? All die Geflüchteten und Migranten, die zum Beispiel unerlaubt einreisen, die bleiben, obwohl sie aufgefordert werden zu gehen. Die abgeschoben werden sollen, weil man ihnen ein Bleiberecht nicht einräumt. Die sich der Abschiebung widersetzen. Die sie versuchen zu unterlaufen. Die sie über Jahre hinauszögern. All diese Menschen stellen eben den Versuch in Frage, bestimmten Menschen Bürgerrechte wie Freizügigkeit oder das Recht auf einen Ort nicht zuzugestehen, zu verwehren. Das heißt, diese Menschen geben sich in der Praxis eben nicht nur mit den Menschenrechten und dem bloßen Menschsein zufrieden, sondern sie verlangen eigentlich etwas, was über den Horizont der bloßen Menschlichkeit hinausgeht. Das letztlich nicht humanitär, sondern nur politisch begründet werden kann. Denn nicht der Mensch an sich kann nicht abgeschoben werden. Im Gegenteil, wenn er lebendig ankommt, dann ist sozusagen der Humanität Genüge getan. Nein, der Bürger ist es eigentlich, der nicht abgeschoben werden kann, der im jeweiligen Kontext, in dem er ein Bürger ist, nicht begründen muss, weshalb er an einem Ort bleiben will. Und die Menschen, die von Abschiebung bedroht sind und bleiben, obwohl sie gehen müssten, tun eigentlich genauso das. Sie sagen eigentlich auch, ey, wir wollen auch hier bleiben und wir wollen es nicht begründen müssen. Sie verhalten sich sozusagen wie Bürger, sie praktizieren damit unter prekären Bedingungen ein transnationales, wenn man so will, ein Weltbürgerrecht, das es offiziell noch nicht gibt. Und der Begriff der Menschlichkeit, der erlaubt diesen Zugang nicht, dieses Verständnis für diesen politischen Kampf, der da eigentlich auf einer Alltagsebene stattfindet. Im Gegenteil, eigentlich bestätigt er die bestehende Ordnung, die eigentlich sich offiziell zur Menschlichkeit bekennt und dabei Unmenschlichkeit produziert. Und der Begriff des Humanitären, der Menschlichkeit, der entpolitisiert eben dieses politische Anliegen und den Konflikt um das Recht auf den Zugang zu Rechten. Zum Beispiel auf das Recht auf Bewegungsfreiheit, auf Flucht, auf Migration, auf ein Bleiberecht. Und ich finde, dieser Begriff des Humanitären wird auch reichlich unbrauchbar. Denn er wird selbst in Kontexten benutzt von denjenigen, die selber abschieben. Ein anschauliches Beispiel liefert meiner Meinung nach ein niederländischer Kurzfilm mit dem Titel Escort. Hallo, herzlich willkommen. Dieser Film Escort ist sehr interessant. Er zeigt niederländische Polizeischüler, während sie geschult werden, wie sie, Zitat, eine Person so human wie möglich abschieben. Zitat Ende. Und die Gewalt und das Leid, das dann mit dieser Abschiebung verbunden ist, das wird ihnen völlig klar im Laufe der Ausbildung. Aber in dieser Ausbildung geht es darum, dass sie lernen, davon zu abstrahieren, dass sie die Abschiebung lernen, human durchzuführen, was eigentlich bedeutet, dass sie lernen, sich zu distanzieren von dem, was sie tun. Und dass sie sozusagen diese Abschiebung ohne sichtbare Verletzungen des Abgeschobenen durchführen. Das ist sozusagen die Humanität dabei. Und Zitat, da gibt es dann ein Rollenspiel, da sagt dann einer dieser Polizeischüler, die üben das, er sagt dann, wir müssen sie in die Türkei begleiten. Das mag für sie unangenehm sein, weil ihre Frau und ihre Kinder hier sind. Aber wir versuchen es so angenehm wie möglich für sie durchzuführen. Einen jungen Mann, der nach Afghanistan abgeschoben wird, tragen Beamte an Händen und Füßen gefesselt in den Flieger, während er schreit und weint. Die Beamten achten darauf, dass er sich nicht stößt und versuchen, ihn verbal zu beruhigen. Der Begriff human wird gezielt instrumentalisiert, um eine inhumane Praxis zu legitimieren. Die abschiebbaren Menschen verlassen sich aber nicht auf den Begriff der Menschlichkeit, sondern sie nehmen das Recht auf Migration selbst in die Hand. Ein Recht, das ihnen eben der humanitäre Diskurs und die Menschenrechte nicht bieten können. Das ist dort nicht enthalten. Auch nicht in der Erklärung der Menschenrechte. Das heißt, der Politik der Abschiebung und der Abschreckung auf der einen Seite steht eben das gegenüber, was auch andere Forscher und auch ich
die relative Autonomie der Migration nennen. Und ich finde, das zeigt sich auch so ein bisschen an der gesellschaftlichen Entwicklung, zum Beispiel in Deutschland. Aber ich glaube, das kann man auch auf Österreich herunterbrechen. Ja? Also in der Bundesrepublik hat es so seit den 80er Jahren immer wieder Gesetzesverschärfungen gegeben, die darauf auf Abschreckung abzielten, auf erleichterte Abschiebungen und so weiter und so fort. Und all diese Verschärfungen konnten aber am Ende nicht verhindern, dass eben entgegen der Zielsetzung auch solche Menschen nach Deutschland gekommen sind, auch solche Menschen in Deutschland geblieben sind, die offiziell unerwünscht waren. Und dass Deutschland eben zu dem Einwanderungsland und auch Fluchtzielland geworden ist, das es offiziell nie sein wollte. Und Abschiebungen sind in diesem Sinne der Ort, an dem eben dieser Kampf um die beschriebenen Rechte am augenscheinlichsten und am gewaltsamsten ausgetragen wird. Und sie markieren gleichzeitig die Stärke, aber auch die Schwäche bzw. das Scheitern des Staates. Denn er versucht, indem er an einigen ein Exempel statuiert mit der Abschiebung, bestimmten Kategorien von Menschen das Recht auf einen Ort zu verweigern, das diese sich schon längst genommen haben. Nach Angaben, also es gehört sozusagen zum Mantra von Innenpolitikern und auch Leitern von Ausländerbehörden, dass sie sozusagen immer darüber klagen, dass sie es nicht schaffen, alle Abschiebungen, dass sie die Rückführungsquote zu niedrig ist. Ja? Also dass sie es nicht schaffen, alle Abschiebungen durchzusetzen, die eigentlich von Rechts wegen stattfinden müssten. Ja? Nach Angaben der EU-Kommission kann zum Beispiel nur jede dritte Ausweisungsverfügung tatsächlich umgesetzt werden. Ich lasse jetzt nochmal einen Menschen zu Wort kommen, der abgeschoben werden soll, schon seit Jahren. Nach einem Jahr, Ausländeramt hat mich wieder nach Trier geschickt, um eine Sprachanalyse, Sprachtest zu machen, ob ich wirklich aus dem Irak stamme oder nicht. Und der Sprachanalyse ergab sich, dass ich nicht aus dem Irak stamme. Ich könnte stammen aus Türkei oder aus Syrien, aber auf keinen Fall aus Irak. Nicht jedermann, wer lügt und kommt nach Deutschland, hat in Gedanken etwas zu klauen oder etwas zu Schlechtes zu machen. Wenn ich erzähle, dass ich hatte kein Leben, ich habe Hunger gehabt, keine Arbeit. Das alles hilft nicht. Man muss unbedingt eine politische Verfolgung haben, um zu anerkannt zu werden. Ich habe gelogen, weil ich wusste, dass aus dem Irak ich werde mehrere Chancen haben als aus Georgien. Man kann auf Lüge auch Glück beschaffen, wenn man weiß, dass man in dem Land abgeschoben wird, wo man nichts anfangen kann. Dann ich denke, dass man besser, wenn man lügt. Das ist Omari gewesen. Omari ist ein Georgier, der in Russland mit seinen Eltern aufgewachsen ist und schon seit über 10 Jahren in Deutschland lebt. Immer noch, muss man sagen, obwohl er längst abgeschoben werden sollte. Er hat sich mehrfach der Abschiebung entzogen, ist auch einmal untergetaucht, nach Belgien gegangen, dann wieder zurückgekommen. Er lebt jetzt wieder in der Nähe von Trier und versucht zu verhindern weiterhin, dass er abgeschoben wird. Das ist ein Leben in Unsicherheit und dennoch ist er immer noch hier und zieht es vor, weiterhin alles zu tun, um nicht abgeschoben zu werden. Die Geschichten der Menschen, die davon erzählen, wie sie die staatlichen Kontroll- und Abschiebeversuche unterlaufen, diese Geschichten bilden jene Realität, die auf zukünftige Utopien hinweisen. Es sind die Geschichten jener, die sich nicht abschieben lassen oder die nach der Abschiebung wiederkommen, auch die gibt es. Und vor allem jene, die, um nicht abgeschoben werden zu können, ihre Identität nicht preisgeben, ihren Pass vernichten oder ihren Pass verstecken. Das mag passiver Widerstand sein, der mit massiver Entrechtung einhergeht, aber es ist eine der häufigsten Formen des Widerstands, um Abschiebung zu verhindern. Und diese Praxis bildet die Grundlage, mit der diese Menschen ihr Recht auf Migration und auf Bleiben realisieren, das anders für sie nicht zu realisieren wäre. Es ist sozusagen die prekäre Verwirklichung der Utopie einer für alle Menschen geltenden Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit. Behörden und Innenpolitiker beklagen, dass ein Großteil der Antragsteller in Asylverfahren keine Passpapiere vorlegen und dieser Asylmissbrauch eben der häufigste Grund sei für das Scheitern von Abschiebungen. Gerade Betroffene, die das nötige Selbstbewusstsein besitzen, vertreten jedoch ihr Recht auf Nichtmitwirkung bei der Passbeschaffung als Recht auf Widerstand gegen ihre Abschiebung. So wie Nuriana, die in der Organisation Jugendliche ohne Grenzen aktiv ist und die ich bei einer Demo gegen Abschiebung getroffen habe.
Weil die Ausländerbehörde behauptet, dass ich der Ausländerbehörde nicht helfe, mich selber abzuschieben. Das bedeutet, ich muss zum Beispiel einen Pass vorlegen, ich muss bei der Botschaft vorsprechen, solche Sachen halt. Warum soll ich der Behörde helfen, mich abzuschieben? Warum bin ich denn hergekommen, um denen zu helfen, um zurückzugehen? Nein, ich bin hergekommen, weil ich Schutz brauche. Menschen wie Noriana schaffen es häufig, nach jahrelangem Kampf aus dem Status der Duldung und der Abschiebbarkeit herauszutreten. Sie machen eine Ausbildung, bemühen sich dann doch um einen Pass und gelangen zu einer legalen Aufenthaltsperspektive. Ein neuer Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht eine Vereinfachung des Bleiberechts für junge Menschen mit einer Duldung vor, die eine Ausbildung machen, und er trägt damit dieser vorangegangenen Praxis Rechnung. Gleichzeitig jedoch sieht er massive Verschärfungen vor. Das heißt, der Staat versucht sozusagen immer wieder auf die Strategien der Migranten zu reagieren und zurückzuschlagen. Unter anderem, indem vorgesehen wird, Abschiebehaft bei Menschen, die nicht mitwirken bei der Passbeschaffung. Es sieht vor, dass wenn jemand seiner Ausreisepflicht nicht nachkommt, ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen werden kann, was diesen Bleiberechtsmöglichkeiten zuwiderlaufen würde. Und ganz perfide, wer für seine Flucht einen Schleuser bezahlt hat, das ist ein neuer Haftgrund soll das sein, der soll aus diesem Grund in Abschiebehaft genommen werden können. Begründung: Bei jemandem, der für seine Einreise nach Deutschland Geld bezahlt hat, sei die Wahrscheinlichkeit des Untertauchens, um der Abschiebung zu entgehen, höher. So die perfide Logik unseres Bundesinnenministers. Veränderungen entstehen, wenn Migranten und Geflüchtete nicht mehr Empfänger von Mitgefühl sein wollen, sondern sich selbst zum politischen Subjekt machen. In den vergangenen 3 Jahren ist das in Deutschland wieder vermehrt der Fall gewesen. Ich weiß, dass es in Österreich auch wieder in der letzten Zeit solche Proteste gegeben hat. Seien es die Refugee Struggles, der Refugee March, die Refugee Revolution Tour, die eigentlich von den Protesten von iranischen Asylbewerbern ausgegangen ist in Bayern. 2 davon sind diese beiden Männer, die sich aus Protest die Lippen haben zunähen lassen und dann erst gehört wurden und von den Medien überhaupt wahrgenommen wurden und auch von den Politikern. Die Protestmärsche durch Bayern und die ganze Republik organisiert haben. Seien es die Lampedusas, die für ihr Recht auf Weiterreise innerhalb der EU in Hamburg auf die Straße gehen und seit 2 Jahren protestieren. Seien es die Proteste auf dem Berliner Oranienplatz, bei dem nun die Geflüchteten über den Tisch gezogen wurden. Sie hatten nämlich sich irgendwann auf diesen humanitären Diskurs eingelassen, haben den Protest eingestellt, haben dem Senat geglaubt, dass das für sie rausspringt, wenn jeder Einzelfall eben geprüft wird. Und ich habe jetzt diese Woche gelesen, dass fast alle Anträge abgelehnt wurden, also über 400. Und man sich gegen ein Bleiberecht für diese Leute in Deutschland entschieden hat. Aber all diese Menschen setzen auch mit ihrem Widerstand, aber auch mit ihrem Dasein, jenseits der tagespolitischen Auseinandersetzung und der jeweiligen Einzelfälle in diesen konkreten Kämpfen auch eine wichtige Frage auf die politische Tagesordnung, die selten so zur Sprache kommt. Aber eigentlich geht es in all diesen Kämpfen um diese grundlegende Frage, die dahinter steht. Und das ist die Frage, dürfen wir als Bürger dieser Welt eigentlich selbst entscheiden, wo wir auf diesem Globus leben? Und diese Menschen entscheiden es in ihrer Praxis selbst. Sie tun es, obwohl sie nicht das offizielle Recht dazu haben. Sie nehmen sich dieses Recht. Dieses Recht wird in diesen beschriebenen Kämpfen praktiziert, indem es nämlich auch als politisches Subjekt eingefordert wird. Mit den Abschiebungen markieren die Staaten, dass sie dieses Recht so nicht anerkennen wollen. Und diese Staaten und diese Abschiebepolitik stehen eben die Menschen gegenüber, die wiederum das Recht des Staates nicht anerkennen, ihnen ihre Bewegungsfreiheit zu verwehren. So wie es der iranische Aktivist Arash Dost Hussein, das ist der Mann dort, ausdrückt in ziemlich einfachen Worten. Ich glaube, dass Grenzen dafür gemacht sind, dass die Menschen sie überwinden. Einfach gesagt, es leben viele Milliarden Menschen auf der Welt. Wer ist gefragt worden, dass wir überhaupt diese Grenzen haben wollen? Inwieweit kann man also von der Vorhut einer neuen Ordnung sprechen?
Inwieweit scheint eine praktische Utopie auf, wenn Menschen Widerstand gegen Abschiebungen leisten, wenn sich Menschen dabei solidarisieren, wenn ein Bleiberecht ermöglicht wird und Abschiebungen verhindert werden? Welche Utopie steckt in der Praxis der Menschen, die illegalisiert die EU-Grenzen überschreiten und damit den Anspruch auf globale Rechte für alle auf die politische Agenda setzen? Das geschieht meiner Meinung nach in dem Sinne, dass sie die Vorhut einer neuen Ordnung sein könnten, in der eine neue Form von grenzüberschreitender Bewegungsfreiheit garantiert wird. Rechte der Bewegung, des Bleibens, die über die jetzigen Formen hinausgehen. Und zwar so, wie sie auch in der Vergangenheit schon realisiert wurden. Denn wir vergessen manchmal, dass es historisch nicht immer dieselben Formen von Abschiebung gegeben hat. Um ein historisches Beispiel zu geben. Im Habsburgerreich war es üblich, Menschen innerhalb des Habsburgerreiches an ihren Geburtsort zurück abzuschieben. Es war so, dass ein großer Teil im 19. Jahrhundert der Wiener Bevölkerung gar kein Heimatrecht in Wien besaß. Und es immer wieder sozusagen quasi Abschiebungen von Wienern gab, innerhalb des Habsburgerreiches. Das ist sozusagen Vergangenheit. Das gibt es nicht mehr. Das hat sozusagen der einen Seite der Nationalstaat, aber auch natürlich der demokratische Rechtsstaat, in dem dann eben die Menschen nicht nur untertan sind, sondern Bürger mit bestimmten Rechten, die an ihre Staatsangehörigkeit, an die Staatsbürgerschaft gekoppelt sind. Also dass sozusagen dieser Status dafür sorgt, dass das heutzutage eben nicht mehr möglich ist. Das heißt, der Rahmen, der historische und geografische Rahmen, in dem Abschiebungen stattfinden, hat sich erweitert. Ja, also anhand der Grenze Ausländer, Inländer zum Beispiel. Ja? Also nicht mehr innerhalb der Bürgerschaft, sondern sozusagen als Markierung der Grenze der Bürgerschaft zu denjenigen, die halt nicht Bürger sind in einem Land. Und im nationalstaatlichen Rahmen natürlich, nicht innerhalb eines Staates. Gleichzeitig aber hat sich dieser Rahmen auch nochmal anders erweitert. Und zwar transnational. Also über Nationalstaaten hinweg. Und Sie wissen wahrscheinlich, was ich meine. Die Reise- und Niederlassungsfreiheit in der erweiterten Europäischen Union ist etwas, was jetzt für uns heute zur Normalität gehört. Das war aber einst eine Utopie, vor gar nicht allzu langer Zeit. Und auch diese Utopie hat ihren Anfang auch in den Freiheits- und Migrationsbewegungen der Menschen aus Osteuropa genommen. Wir haben es ja quasi verdrängt, dass zum Beispiel in den 90er Jahren Menschen aus Polen noch die größte Gruppe der aus Deutschland Abgeschobenen ausmachten. Ich habe mit dem Leiter der Abschiebehaftanstalt in Büren gesprochen. Der hat mir erzählt, er hatte mal einen Polen 7-mal dort sitzen. Siebenmal abgeschoben worden, ist wiedergekommen. Ich weiß nicht, ob das 8. Mal wiedergekommen ist, aber das ist sozusagen, das ist auch eine Realität der 90er Jahre gewesen, ja. Oder Menschen aus Rumänien. Also im Jahr 1994, habe ich recherchiert, haben die deutschen Behörden über 14.000 Menschen nach Rumänien abgeschoben, allein in einem Jahr. Diese Zeiten sind vorbei. Das Recht auf Migration, zumindest dieser Menschen, hat sich innerhalb der Europäischen Union durchgesetzt. Das heißt, aus den ehemals Illegalen sind heute freizügigkeitsberechtigte Bürger geworden. Abschiebungen in diese Länder gibt es zwar immer noch, aber die reduzieren sich auf Einzelfälle, die eher disziplinarischen Charakter haben. Das heißt, dieser Prozess, dieser historische Prozess, der stellt eigentlich einen Verzicht auf Abschiebungen in einem ziemlich großen Maßstab dar. Also man verzichtet auf eine massive Anzahl von Abschiebungen, die man 10, 15 Jahre vorher noch durchgeführt hat. Ja, macht man heutzutage nicht mehr. Und das funktioniert. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie Europa deswegen zusammengebrochen ist. Ja? Auch wenn manche Debatten über Armutszuwanderung uns weismachen wollen, dass jetzt irgendwie der Armageddon bevorsteht, nur weil halt irgendwie einige Bürger aus Rumänien und Bulgarien ihr Glück in Mitteleuropa versuchen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie das Land deswegen untergeht. Das heißt, dieser Verzicht in einem großen Maßstab auf Abschiebung, der historisch dort vollzogen wurde, der funktioniert und zwar in einem ziemlich großen Raum, also in einem Raum wie der EU, in dem nicht 10 oder 20 oder 30 Millionen Menschen leben, sondern 500 Millionen, also eine halbe Milliarde. All diese Menschen waren vorher durch harte Grenzen getrennt. Und das Verlangen nach Freiheit aber,
dass sowohl einer ökonomisch motivierten als auch einer Migration als auch einer Flucht innewohnt, das existiert weiterhin. Und das setzt weiterhin die staatlichen Kontrollpolitiken unter Druck und setzt ihnen Grenzen auf. Und aus diesem politischen und nicht humanitären Grund gilt es, das Verlangen nach Freiheit ins Zentrum der Debatte zu drücken und nicht die Frage, ob ein Mensch Wirtschaftsflüchtling, politisch Verfolgter ist, ob er nützlich ist oder nicht, ob ihm erhebliches Leid droht oder nicht. Es sind all jene, die in unserem Fall aus dem EU-Freizügigkeitsregime ausgeschlossen bleiben, aber eben diesen Ausschluss nicht akzeptieren und überwinden und die damit die bestehende Ordnung herausfordern und zu ihrer Veränderung beitragen können. Nun gibt es Kritik an dieser Sichtweise. Und zwar lautet die Kritik, dass man vorsichtig sein sollte, auch vielleicht vorsichtig mit dem Optimismus, den ich hier ausdrücke. Wobei es mir eher um eine politische Positionierung und eine politische Dynamik geht. Aber diese Kritik lautet, wir haben es mit einer fortschreitenden Digitalisierung der Grenzüberwachungstechnik zu tun, mit einer fortschreitenden biometrischen Kontrolle bei der Migrationskontrolle und der Datenaustausch, der sozusagen automatisiert stattfindet, aufgebaut worden ist zwischen den europäischen Migrationskontrollbehörden. Und diese biometrische Kontrolle, die verändert das Kräfteverhältnis zwischen den Migranten und den Geflüchteten auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Staat. Und zwar zugunsten des Staates. Das ist sozusagen die Kritik. Was bedeutet das konkret? Konkret bedeutet das die massenhafte Speicherung der Fingerabdrücke von Visa-Antragstellern und dann der Austausch dieser Daten im Visa-Informationssystem als auch natürlich die Speicherung der Fingerabdrücke im Eurodac-System von Asylbewerbern und ebenfalls dort der digitale Austausch dieser Daten, die verschließen zunehmend die Möglichkeiten, das Kontrollregime zu unterlaufen, die vorher noch da waren. Ja, zum Beispiel, wenn man vorher mehrfach Visa-Anträge in unterschiedlichen Konsulaten stellen konnte, dann ist es heutzutage nicht mehr möglich, weil man kann auf Knopfdruck herausfinden, ob schon mal ein Visa-Antrag gestellt wurde. Und das geht noch weiter. Die Identität all jener Menschen ist nachverfolgbar, wenn sie über diesen Weg eingereist sind. Die zur Verhinderung ihrer Abschiebung ihre Identität für sich behalten. Das dürfte durch die biometrische Erfassung so nicht mehr möglich sein, weil es rückverfolgbar wird und zwar ohne die Mitwirkung der Betroffenen. Also wenn zum Beispiel ein Asylbewerber, und ich kenne solche Fälle, auch aus meinem persönlichen engsten Umfeld, mit einem Visum eingereist sind, zum Beispiel ein Geschäftsvisum, Touristenvisum und dann einen Asylantrag hier gestellt haben, dann war es natürlich möglich, durch die Verschleierung der Identität die Abschiebung zu verhindern erstmal. Ja? Ob man dann Bleiberecht bekommt, ist ein anderer Kampf. Dieses neue System würde aber bedeuten, dass diese Visa-Antragstellung nicht nur gespeichert ist, sondern biometrisch gespeichert ist, das heißt mit dem Fingerabdruck. Das heißt, in diesem Fall könnten die Ausländerbehörden versuchen herauszufinden, okay, stimmt es eigentlich, dein Name, den du sagst, stimmt es eigentlich, ne, wer du bist und dass du dich nicht ausweisen kannst, wir versuchen das herauszufinden. Und dann ließe sich eben durch dieses Informationssystem das rückverfolgen. Das bedeutet, dadurch würde einer wichtigen Strategie der Autonomie der Migration der Boden entzogen. Und der Forscher Stefan Scheel, der eben diese Kritik formuliert, der sagt, es ist fraglich, ob dann überhaupt noch die These der Autonomie aufrechterhalten werden kann. Ich meine, das sind sicherlich berechtigte Einwände, die aus der beschriebenen Utopie dann doch noch eine Dystopie werden lassen könnten. Das wäre eine Dystopie der Menschen, die gezwungen sind, was wir heute schon haben, ihre Fingerkuppen zu zerstören, um dann eben die biometrische Kontrolle zu unterlaufen. Oder die in permanenter Mobilität gehalten werden, die also hin und her geschoben werden. Refugees in Orbit hat das jemand genannt. Also die eigentlich nie in dem Zielstaat ankommen wollen, der EU, wo sie eigentlich hinwollen. Das ist jetzt schon in Europa Realität. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass diese Politik, diese Kontrollpolitik sozusagen auch Grenzen hat. Sie wird wahrscheinlich mehr Illegalisierung produzieren. Die entscheidende Frage ist aber, ob die dank der Biometrie engmaschigere Kontrolle der Unerwünschten tatsächlich diese irreguläre Überschreitung der Grenzen verhindern kann.
und den politischen Handlungsdruck vor allem verschwinden lassen kann. Und das glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Und ich möchte zwei Beispiele erläutern, die das illustrieren sollen. Das erste Beispiel ist der Kosovo. Deswegen habe ich auch eben das Mädchen Nadire gezeigt. Und zwar, in Deutschland gab es unmittelbar, nehmen wir erstmal nochmal Syrien. Und dann nehmen wir den Kosovo. Und zwar bezieht sich das nämlich auf die Außengrenzen, das andere wäre innereuropäisch. In Deutschland gab es unmittelbar vor Ausbruch des Krieges in Syrien ungefähr 1.500 Asylanträge von Syrern im Jahr. Allein im letzten Jahr haben wir fast 40.000 Asylanträge von Syrern in Deutschland gehabt. Also eine massive Vervielfachung. Und die meisten dieser Menschen sind auf eigene Faust über illegalisierte Fluchthilfe nach Deutschland gekommen. Und zwar trotz Frontex, trotz Abschiebung, trotz Abschottung, trotz der Toten im Mittelmeer. Ein zweites Beispiel liefert der Kosovo. Wir haben das Rücknahmeabkommen zwischen Kosovo und vielen europäischen Regierungen im Jahr 2009. Und seitdem schiebt auch Deutschland Familien dorthin ab, die schon lange in Deutschland lebten, die aber nie ein reguläres Aufenthaltsrecht erhalten haben, vor allem Angehörige der Roma, sowie die Familie von Nadire. Jetzt ist es so, dass 5 Jahre später von den 12.000 betroffenen ausreisepflichtigen Personen nur noch, oder besser immer noch, etwa 7.000 in Deutschland sind. Und das Signal dieser Abschiebungen haut endlich ab, das ist ja das Signal, scheint auch im Kosovo nicht anzukommen. Denn während deutsche Behörden mit viel Aufwand in Deutschland heimisch gewordene Kosovaren abschieben, darunter auch viele Jugendliche, die nach der Abschiebung überdurchschnittlich häufig depressiv werden und Selbstmordgedanken hegen, wie eine UN-Studie ermittelt hat, sorgt im Moment diese schlechte, aussichtslose wirtschaftliche Lage im Kosovo dafür, dass wir erleben, dass auf einmal wieder massiv Leute aus dem Kosovo nach Deutschland kommen und auch nach Österreich. Es ist auch irgendwie, also ich lache auch darüber, weil es natürlich auch ein bisschen was Absurdes hat. Ja? Also die Ausländerbehörden verwenden eine Menge Energie daran, Leute, die schon lange in Deutschland endlich mit Gewalt in den Flieger zu setzen, nach Kosovo zu bringen. Und gleichzeitig kommen 10-mal so viele irgendwie im Moment wieder nach Deutschland, um was zu tun, ja, einen Asylantrag zu stellen, der wahrscheinlich aussichtslos ist, aber trotzdem erst einmal den Staat in Bedrängnis bringen. Von 50.000 Menschen ist die Rede, die seit November das Land verlassen haben, den Kosovo, die illegal die Grenze zu Ungarn überschreiten. Das Ziel ist, dann nach Deutschland oder Österreich zu kommen und hier einen Asylantrag zu stellen. Und jetzt lautet die Antwort unserer Innenpolitiker, schnellere Abschiebeverfahren. Ja, ich kriege dann über die Pressemitteilung vom Innenministerium, da steht dann irgendwie, die Bevölkerung soll beruhigt werden quasi. Ne? Wir versuchen, die so schnell wie möglich loszuwerden. Aber das ist auch eine Ohnmachtsgeste. Denn sie lenkt von der eigentlichen Frage ab, die die Menschen aus dem Kosovo dadurch auf die Tagesordnung setzen, indem sie das gegenwärtige Migrationsregime in Europa nicht anerkennen und auf eigene Faust zu unterlaufen versuchen. Nämlich die Frage, ob wir zum Beispiel alleine nur in Europa, wie lange wir eigentlich diesen Menschen noch das Recht verweigern können, vollwertige Europäer sein zu können. Und die Politik wird sozusagen immer wieder durch solche Geschichten überrascht, dass auf einmal 50.000 Leute aus dem Kosovo jetzt einfach abhauen. Und die Vorstellung, Menschen Freizügigkeitsrechte vorzuenthalten, ist eben nicht so einfach durchzuziehen. Und sie erscheint häufig auch naiver als die Forderung nach der Anerkennung und Legalisierung der Freizügigkeitsrechte, die sich Menschen schon nehmen, obwohl sie es nicht dürften. Und der Verweis auf das Leid kann das nicht leisten. Ja, also diese Erkenntnis und diesen Perspektivwechsel kann der Verweis auf das Leid nicht leisten. Selbst auf die Toten in den Abschiebegefängnissen hinzuweisen, selbst auf die Toten im Mittelmeer hinzuweisen, bringt politisch offenbar sehr wenig. Die Lebenden sind es, die Politik produzieren. Die Lebenden, die durchkommen. Und zwar schon vom ersten Zeitpunkt an, an dem sie da sind. Sie praktizieren nämlich etwas, das es politisch zu realisieren gilt. Zum Beispiel durch die Abschaffung der derzeitigen Unmöglichkeit für bestimmte Menschen anzukommen. Wie wäre es mit einer Amnestie, dass nach einer bestimmten Anzahl von Jahren einfach garantiert ist, dass man ein Aufenthaltsrecht erhält? Zu sagen, damit nicht Menschen mit der Perspektive leben, dass sie irgendwann als illegal sterben werden, nur weil sie irgendwann illegal gekommen sind. Es ist klar, dass nicht alle zurückgehen werden. Und es ist klar, dass sich auch nicht alle abhalten werden zu kommen, nur weil man Menschen abschiebt.
Letztlich aber kann es nur darum gehen, die Institution Abschiebung zu überwinden. Und das kann eben geschehen, indem der Kreis der Menschen, denen Rechte auf Reise, auf Bewegungs- oder Niederlassungsfreiheit zugestanden werden, erweitert wird. Dass Menschen eben in den Status kommen, dass sie bestimmte Rechte besitzen, die Abschiebung für sie zur Vergangenheit werden lassen. Und das ist nicht nur eine europäische Frage, sondern eine globale. Denn Abschiebungen sind ein globales Phänomen. Der Ausgangspunkt dieser Forderung ist aber nicht das Einfordern von Menschlichkeit, sondern eben der Hinweis darauf, dass diese Rechte von den Betroffenen schon unter Opfern praktiziert werden. Und die Abschiebepolitik dies nicht verhindern kann. Sie kann Exempel statuieren, sie kann es verlangsamen, aber sie kann es nicht verhindern. Sie wird immer wieder Überraschungen erleben. Und was im Raum steht, ist damit die Forderung nach einer Institutionalisierung dieser vorhandenen Praxis. Das heißt, in der Dystopie der Abschiebung ist heute schon die Utopie eines Rechts auf Bewegungsfreiheit für jeden enthalten. Und wir sollten daran arbeiten, der Verwirklichung ein Stück näher zu kommen. Vielen Dank.